Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Amen. Frohe Weihnachten Ihnen und euch, die Sie hier gerade zuschauen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und schön, dass Sie da sind. Weihnachten ist anders. Und Sie kennen das, letztes Jahr musste ich das auch sagen. Dieses Jahr ist anders. Es ist wieder anders. Wieder Corona. Wieder ganz andere Themen. Aber wir sind heute Abend hier, vor dem Bildschirm und hier in der Kirche. Und wir feiern Weihnachten, weil Weihnachten passiert immer. Weihnachten fällt nicht aus. Wir feiern es. Und wir erinnern uns, was Weihnachten bedeutet, dass Gott in die Welt kam. Von dem Grund zur Hoffnung, den Gott uns schenkt. Den Gott uns schenkt, weil er selbst Mensch wurde. Und seinen Wunsch, dass Weihnachten in einer dunklen Zeit umso stärker leuchtet durch seine Liebe zu uns, dem wollen wir heute Abend nachspüren. Und so feiern wir diese Zeit im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. In der Stille der Nacht sind wir da, Gott, um das Kind in der Krippe zu schauen, um dich zu schauen, um die Botschaft der Engel zu hören und den Frieden zu finden, der aus Gottes Liebe strahlt. In der Stille dieses Abends legen wir alles ab, Gott, was uns beschäftigt, und bringen es zur Krippe. Wir bringen es zu dir. Wir feiern deine Geburt, die Geburt deines Sohnes Jesus, der unendlichen Liebe, der neugeborenen Hoffnung und der Kraft, die uns führt und leitet. Darauf wollen wir vertrauen, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus und seinem Gesundheitsattaché Jensus Spanus. Nee, der arbeitet doch gar nicht mehr fürs Römische Reich. Der hat doch in die Wirtschaft gewechselt. Gesundheitsattaché ist doch jetzt Carolus Lauterbach. Was? Der hatte doch einen Dauerplatz bei der kaiserlichen Talkshow im Kolosseum. Ja, aber der ist jetzt Gesundheitsattaché. Na gut, also nochmal. Kamerateam, klappe die zweite und Action! Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus und seinem Gesundheitsattaché Carolus Lauterbach ausging, dass alle Welt geimpft und geboostert würde. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, auf nach Juda, in die Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht... Boah, überleg mal, wie du redest. Heute nennt man das Familie. Na gut. Klappe die dritte. Da machte sich auch Josef aus der Stadt Nazareth auf nach Juda in die Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus der Familie von David war, so dass er sich dort boostern ließe mit seiner Frau Maria. Die war schwanger. Wo ist denn jetzt diese Arztpraxis? Mann,
Weißt du eigentlich, wie das ist, mit so einem Bauch hier rumzulaufen? Ja, da vorne. Das muss sie sein. Na, endlich. Ich überlasse dir nächstes Mal nicht mehr die Routenplanung. Nächstes Mal nehme ich das Navi. Ich nehme kein Navi. Und die beiden kamen an der Praxis, deren Impfangebot Josef in den sozialen Netzwerken des Römischen Reiches gesehen hatte. Guten Tag. Ich würde mir gerne die Booster-Impfung abholen. Können wir? Sorry, wir haben nicht mal mehr Astra da. Alles leer. Mann, wir waren zu langsam. Ich hab doch gesagt, das wird nix. Ja, aber ein paar Straßen weiter ist noch das Impfzentrum. Vielleicht probieren wir es da nochmal. Klar, das Laufen wird ja immer einfacher im 9. Monat. Ist dir eigentlich klar, dass das Baby jederzeit kommen könnte? Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass Maria gebären sollte. Nee, du bist zu früh. Oh, also. Das wird auch nix. Guck mal, da sind schon die Lichter aus. Guck mal, da vorne. Wo? Da, vor der kleinen Holzkirche. Boah, mein Bauch. Ich glaube, ich krieg Wehen. Egal. Da steht der Impfbus. Das Baby hat Zeit. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass Maria gebären sollte. Und als sie am Impfbus ankamen, ließen sie fast alle vor. Und sie kamen an die Reihe, und während Josef geboostert wurde, gebar Maria ihr erstes Kind und wickelte es in Windeln und legte es in eine Krippe. Das musst du jetzt erklären. Völlig richtig. Aufgrund der epidemischen Notlage nationaler Tragweite impfen in Bethlehem auch Tierärzte. Und deswegen waren natürlich auch Ochs und Esel und eine Futterkrippe da. Ganz klar, oder? Und es waren Pflegekräfte in der Pause. Pflegekräfte haben doch keine Pause. Na gut, nochmal. Und es waren Pflegekräfte im Schwesternzimmer des nahen Krankenhauses, in der Nachtschicht, und bereiteten die Medikamente für den nächsten Tag vor. Da erschien ihnen der Engel des Herrn, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Wovor sollen die sich denn noch fürchten? Die Situation in den Krankenhäusern des Römischen Reiches geht doch fast nicht mehr schlimmer. Egal, wir schneiden das raus. Hast du schon das Novalgin für Zimmer 17? Fürchtet euch nicht. Ah! Habt keine Angst. Heute kommt der Heiland zu euch. Carolus Lauterbach? Nein. Draußen am Impfbus ist ein Kind geboren. Und es wird alles verändern. Ein großes Glück wird euch und eurem ganzen Volk widerfahren. Der Heiland ist Christus. Er wurde in Bethlehem im Impfbus geboren. Geht schnell hin. Ihr werdet dort ein Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Krippe. Da impfen jetzt auch noch Tierärzte. Und plötzlich waren alle Patienten auf der Station gesund und kamen aus ihren Zimmern und schauten, wie draußen ein Chor von Engeln sang. Und die Pflegekräfte liefen los zum Impfbus. Zur selben Zeit auf der A6 von Tel Aviv nach Jerusalem waren zwei sehr weise Camper unterwegs. Denn Camping war der Urlaubstrend der letzten 2 Jahre. Mit ihrem Bulli waren die beiden losgefahren. Eigentlich wollten sie zu dritt los, aber der dritte kam kurzfristig in Quarantäne. In den Good News hatten sie erfahren, dass ein Kind geboren ist, das alles verändern soll. Hey, hör mal, da in Bethlehem im Impfbus. Da soll ein Kind geboren sein, ein echter Heiland. Vielleicht bekommt dieses Kind es ja hin, diese vertrackte Situation im Moment mal aufzulösen. Lass uns hinfahren und dem Kind ein Tablet fürs Homeschooling, FFP2-Masken und Schnelltests mitbringen. Es soll dem Kind an nichts fehlen. Und sie bogen an der nächsten Abfahrt ab, Richtung Bethlehem. Als sie am Impfbus ankamen, um den Heiland zu sehen, wie er in der Krippe liegt, waren dort schon Pflegekräfte und ganz viele andere Leute. Sie erzählten sich, dass dieses Kind stärker ist als alles andere und die Menschen keine Angst haben müssen. Im Hintergrund sang ein Chor von Engeln und es war wahrhaft ein magischer Moment. Und sie feierten den Heiland die ganze Nacht, denn Gott kam in der tiefsten Nacht als kleines Kind höchst selbst in die Welt. Thank you.
leuchten in der heiligen Nacht. Da denke ich an unsere Welt und das, was auf ihr geschieht. Da wünsche ich mir Zeichen, kleine Wunder, das Gefühl von Geborgenheit, das Gefühl, zu Hause zu sein. Und dann schaue ich auf die Weihnachtsgeschichte, was sie erzählt. Menschen, die unterwegs sind, die kein Dach über dem Kopf haben und am Ende eine Bleibe finden. Da denke ich an einfache Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, die die Ziegen und die Schafe auf dem Feld hüten. Und sie bekommen Mut, sich auf den Weg zu machen, etwas zu suchen, was ganz Neues, wovon sie noch nie gehört haben. Und sie kommen an ihr Ziel. Und ich denke an reiche und einflussreiche Menschen, die viel Macht haben und die nach dem Sinn des Lebens und der Welt suchen. Und am Ende knien sie vor einem kleinen Kind in Ehrfurcht und Wertschätzung. Was gibt uns Hoffnung in dieser Zeit überhaupt? Was gibt Ihnen Hoffnung? Was gibt mir Hoffnung? Ich denke an das Licht, wie es ist in einem dunklen Raum ohne Licht. Aber da ist irgendwo ein Schalter. Oder da ist eine Kerze. Schalter und Kerze muss ich anzünden. Ich muss sie finden. Das Streichholz oder den Schalter. Und ich muss es tun, es anzünden. Dann leuchtet das Licht oder die Kerze brennt. Und ich glaube, so kann es auch für uns sein. Wir können unsere Hoffnungsquellen suchen. Unsere Hoffnungsquelle bei Gott, Gott selbst. Wir können nach ihm suchen, die Geschichte hören und uns wirken lassen und merken, es liegt an uns, das Licht anzuzünden. Es liegt an uns, einen Schritt zu machen. Es liegt an uns, unserer Sehnsucht nach Hoffnung, nach Geborgenheit, Wärme, einem Zuhause nachzugehen und in dieser Welt selbst ein Licht zu sein. Denn dadurch werden wir beschenkt. Und wenn wir an das Wunder von Weihnachten denken, da ist es genau passiert. Dann, wenn es ganz dunkel ist, leuchtet ein Licht, das wir nur suchen müssen. In dieser Welt können wir auch etwas dafür tun, Lichter zu sein, dort zuzuhören, wo niemand mehr was sagt, dort zuzuhören, wo Geschrei ist, dort zu verstehen, wo sonst nicht verstanden wird, mit Geduld und Wertschätzung meinen Menschen zu begegnen, so wie Jesus es getan hat. Amen. Geht in diesen Abend, in diese Nacht, in die volle stehende Zeit mit dem Segen unseres dreieinigen Gottes. Gott sei bei dir an diesem Abend, in dieser Nacht und am nächsten Morgen. Umfange dein Herz mit Liebe. Mit Liebe und Wärme sei er neben dir, um dir Frieden zu schenken und um dich in die Arme zu schließen. So segne euch und behüte euch Gott, der Dreieinige und Allmächtige, ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Musik.